Zähne machen mussten. Und keiner dieser Zähne hat die Enzyme geblockt. Das war der eindeutige Beweis dafür, dass Wurzelkanäle einfach nicht im Mund steril gemacht werden können. Es ist nicht möglich, die Infektion im Wurzelkanal aufzulösen. Es wird an der Stelle nicht bemerkt, weil der Zahn bei der Wurzelbehandlung vom Nerven getrennt wird. Da ist also kein Gefühl mehr. Der Patient kann den toxischen Effekt also gar nicht merken. Das ist beeindruckend, wenn ich den Leuten sage, okay, ich weiß, was sie haben. Sie haben Schlaflosigkeit, Probleme mit dem Gedächtnis, sie können nicht mit Stress umgehen, sie können nicht mit äußeren Reizen umgehen. Und dann gehe ich die ganze Liste durch. Oft fangen die Patienten an zu weinen, weil ich meist der erste Arzt bin, der ihnen sagt, wie es ihnen geht, ohne dass sie es sagen müssen. Weil alle anderen Ärzte immer gesagt haben, das bilden sie sich nur ein. Nehmen sie diese Antidepressiva und dann wird es ihnen besser gehen. Wurzelbehandlungsspezialisten wollen ihr Verfahren natürlich schützen. Also tun sie alles dafür, den Leuten zu versichern, dass es sicher ist. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Und ich will nicht sagen, dass ihnen nichts an der Gesundheit und dem Wohlbefinden ihrer Patienten liegt. Sie glauben wirklich, dass das Verfahren sicher ist. Es funktioniert. Und sie glauben nicht, dass es dabei zu Infektionen kommt. Aber wissenschaftliche Beweise lassen keinen Glauben zu. Glauben hat damit nichts zu tun. Denn die Wissenschaft zeigt, dass wurzelbehandelte Zähne immer infiziert sind. Der einzige Unterschied ist, dass manche ein bisschen toxischer und infizierter sind als andere. Als ich ein kleiner Junge war, bin ich immer in seine Praxis gelaufen. Die anderen Kinder haben sich über mich lustig gemacht. Er läuft zum Zahnarzt. Aber er war ein super Zahnarzt. Er hieß Dr. Brand. Und ich durfte immer 5 Minuten früher kommen, um mir sein Labor anzusehen. Ich durfte die Sachen anfassen und er hat mir davon erzählt. Ich hatte so einen Spaß und habe zu Dr. Brand gesagt, wenn ich groß bin, werde ich auch Zahnarzt. Er hat mir über den Kopf gestrichen und gesagt, sehr gut. Aber er hat mir nie gesagt, wie schwer es ist, Zahnarzt zu werden. Das habe ich erst später herausgefunden. Er war 8 Jahre auf dem College und musste Dutzende Fächer belegen. Nicht nur Zahnmedizin, auch Physiologie, Anatomie und Bakteriologie. Ich habe herausgefunden, dass in Amerika jedes Jahr ungefähr 25 Millionen neue Wurzelbehandlungen gemacht werden. Und das hat mich erschreckt. Aber es hat mich auch gewundert, warum ich? Warum haben nicht alle solche Probleme mit ihren Wurzelbehandlungen wie ich? Ich werde oft gefragt, warum eine Wurzelbehandlung die Gesundheit mancher Menschen systemisch beeinflusst und die anderen nicht. Der Grund ist, dass wir alle unterschiedlich anfällig für Toxine sind. Es ist ja bekannt, dass einige Menschen 60, 70 Jahre lang rauchen können, offenbar ohne gesundheitliche Folgen zu spüren, und andere rauchen nur 1 oder 2 Jahre und entwickeln ein Karzinom. Jeder verarbeitet Toxine anders. Deshalb gibt es manche Patienten, die mit einem wurzelbehandelten Zahn gut umgehen können, ohne ihr Immunsystem zu überlasten. Bei anderen Patienten hat schon eine Wurzelbehandlung dramatische Auswirkungen auf das Immunsystem. Die meisten Menschen, die in meine Praxis kommen, sind wegen ernster chronischer Krankheiten da. Für gewöhnlich bekommen diese Patienten gar nicht die richtige Diagnose, weil der Arzt, zu dem sie wegen ihres hohen Blutdrucks oder ihrer chronischen Rückenschmerzen gehen, das nicht damit in Verbindung bringt. Er überprüft gar nicht, ob es ein zahnmedizinisches Problem sein könnte.
Es ist sehr wichtig, dass Zahnmedizin und Allgemeinmedizin zueinander finden, dass Ärzten die Wichtigkeit des Mundraums klar wird und dass Zahnärzten klar wird, dass einige der Verfahren, die sie im Mund anwenden, einen erheblichen Einfluss auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten haben können. Wir hatten einen Patienten, der Kehlkopfkrebs im Stadium 4 hatte. Im Endeffekt hatte er 2 wurzelbehandelte Zähne. Die Röntgenbilder sahen tadellos aus. 1000 Zahnärzte hätten bestimmt gesagt, dass alles normal sei. Aber die Erreger, die in diesen Zähnen waren, waren auch in seinem Kehlkopf, genau da, wo der Krebs war. Ich habe die 2 Zähne entfernt, den Kieferknochen mit Ozontherapie, homöopathischen Mitteln und kolloidalem Silber behandelt. Nach 3 Wochen war der Kehlkopfkrebs verschwunden. Ich habe alle Belege da. Es ist der Einfluss, den toxische, wurzelbehandelte Zähne haben können. Es gab eine Studie zum Zusammenhang zwischen Erkrankungen und wurzelbehandelten Zähnen, die in einem sehr anerkannten Onkologie-Magazin in den USA erschienen ist. Sie hat gezeigt, dass bei 90% aller Prostatakrebserkrankungen im Gewebe die gleichen kanzerogenen Bakterien vorhanden waren, die bei einer Wurzelbehandlung entstehen. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich viele davon gemacht habe. Und eigentlich dachte ich, dass ich das den Rest meines Lebens machen möchte. Und gleichzeitig aber, wie ist das möglich? Ich meine, das gibt es schon so lange. Es gibt Spezialisten dafür. Aber als Kollegen mir verschiedene Forschungsergebnisse dazu gezeigt haben, habe ich natürlich beschlossen, dass ich keine Wurzelbehandlungen mehr durchführen will. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass ich damit nicht in manchen Situationen Schaden anrichte. Im Endeffekt wird bei einer Wurzelbehandlung die Strömung der Energie zu den verschiedenen Organen gestört. Und das kann einen Einfluss auf sie haben. Man kann eine Infektion nur loswerden, wenn man ein funktionierendes Immunsystem und vollständigen Zugang zu allen infizierten Stellen hat. Und diese Möglichkeit wird bei einer Wurzelbehandlung überall beseitigt. Ich benutze gerne diesen Vergleich. In meinem Büro habe ich eine Schiebetür. Sie sind auf der einen Seite der geschlossenen Tür und haben eine Lichterkette in der Hand. Sie wollen wissen, ob alle Lichter leuchten, haben aber keinen Strom. Ich bin auf der anderen Seite der Tür und habe ein Verlängerungskabel. Aber wir stoßen beide gegen die Tür. Jetzt kommt jemand und fängt an, die Tür abzuschleifen. Wie viel muss er abschleifen, bis wir eine Verbindung schaffen? Da darf kein bisschen Holz mehr dazwischen sein. Alles muss weg. Wenn die ganze Tür weg ist, können wir die Verbindung herstellen. Und genau so ist es im Körper. Der findet die Verbindung wieder und die Elektrizität kann fließen. Nach allem, was ich herausgefunden hatte, wusste ich, dass mein Zahn raus musste. Ich bin zu einem ganzheitlichen Zahnarzt gegangen. Und das Erste, was er herausgefunden hat, war... Sieht aus, als hätten Sie einen Trauma am Schneidezahn. Ja, dieser Schlag ins Gesicht. Warum musste ich mich in fremde Angelegenheiten einmischen? Sehen wir uns das Röntgenbild mal an. Diese Verfärbung hier zeigt uns, wo die Infektion ist. Das ist eine tiefe Tascheninfektion und die hat Ihre gesundheitlichen Probleme verursacht. Wir werden diesen wurzelbehandelten Zahn also ziehen und das parodontale Band bis zum Knochen entfernen. Dann bekommen Sie einen neuen Zahn, einen Zirkonzahn, den wir beidseitig befestigen. In den nächsten 3-4 Monaten wird alles heilen. Sie werden merken, dass Sie wieder viel mehr Energie haben. Ja. Irgendwelche Fragen? Nein. Okay, legen wir los. Ich will nicht, dass ihr jetzt denkt, dass der Zahn rauskommt und man sofort wieder voller Energie steckt. Der Schaden wurde angerichtet. Also muss man sich wieder heilen. Mit Parasitenreinigung, Leberreinigung, Nierenreinigung, Darmreinigung, Sauna, Fasten, Saftkur. Wow, das war heftig. Aber langsam wirst du merken, wie deine Gesundheit zurückkommt. Wenn man einen wurzelbehandelten Zahn hat und von all diesen Informationen und der Wissenschaft dahinter überzeugt ist, will man den natürlich aus dem Körper entfernen. Man will, dass er keine weiteren negativen Einflüsse mehr auf die Gesundheit hat. Dann muss man sich einen Zahnarzt suchen, der genau weiß, was er tut. Denn dazu gehört mehr, als den Zahn nur zu ziehen. Den wurzelbehandelten Zahn zu ziehen, ist nur der erste Schritt.
Danach muss der ganze Bereich von Bakterien befreit werden. Kieferknochen sind nämlich nicht wie Stein. Sie sind wie Schwämme. Die Bakterien und Toxine gehen auch in den Knochen. Dieser muss ebenso davon befreit und behandelt werden. In diesem Bereich finde ich Ozongas so unerlässlich. Man kann nämlich mit einer winzigen Nadel reingehen und das Ozongas injizieren. Es verteilt sich in allen Bereichen, die von diesem Hauptkanal ausgehen und die infiziert sind. Das ist wirklich interessant. Mir haben Leute, denen ich das Gas hier unten injiziert habe, gesagt, dass sie gespürt haben, wie es bis auf die andere Seite des Kieferknochens gewandert ist oder dass es bis unter das Auge wandert. Mit einer OP könnte man niemals einen ganzen Kieferknochen sauber machen. Interessant ist auch, dass sie nach einer längeren Behandlung mit dem Gas spüren, wie der Bereich, in den das Gas geht, schrumpft. Der Bereich des Kieferknochens hat ein sehr dichtes Nervensystem. Und diese Nerven übermitteln nicht. Da geht es nicht von hier zur Wirbelsäule und dann irgendwo anders hin. Diese Nerven gehen direkt ins Gehirn, dahin, wo das Nervensystem reguliert wird. Man nennt sie auch Kranialnerven. Dieser Kranialnerv ist der größte im Körper und er geht direkt dort rein. Das ist ein sehr empfindlicher und geschützter Bereich. Wenn also jemand eine chronische Infektion mit Biotoxinen in diesem Bereich hat, kann das sein Gehirn, die Funktionen im Gehirn, die Energie und vieles andere beeinflussen. Wir hatten eine Patientin mit Hashimoto-Erkrankung, einer Autoimmunkrankheit. Die Ursache war ein Zytomegalovirus an einer Stelle, an der ein Weisheitszahn entfernt wurde, sowie Nickel-Ionen aus einem Retentionsdraht. Als diese Substanzen aus der Schilddrüse und den ursprünglichen Quellen entfernt wurden, ist die Hashimoto-Erkrankung vollkommen verschwunden. Solche Krankheiten tauchen nicht grundlos auf. Der Körper greift sich nicht grundlos selbst an. Es gibt eine Ursache für so eine Reaktion. Die Ärzte müssen also auf so etwas achten, wenn sie die Patienten heilen wollen. Vor allem, wenn es um Krebs geht, muss man an so etwas denken. Das sind riesige Stressfaktoren für den Körper und die beanspruchen das Immunsystem sehr stark. Wenn das Immunsystem dann sagt, die Toxine dürfen nicht ins Gehirn, das würde mich umbringen, dann lässt es die Krebszellen dahin. Oder in die Prostata bei Männern, in den Dickdarm oder in die Lunge. Das sind die vier großen Krebsarten. Die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, ist erheblich höher. Diese Information verbreitet sich nicht, weil die sogenannten Spezialisten diese Tatsache einfach nicht akzeptieren wollen, auch wenn es absolut eindeutig bewiesen ist. Als wir die Bakterien getestet haben, haben wir in Wurzelkanälen 53 verschiedene Bakterien gefunden. 28 davon stehen in direktem Zusammenhang mit der Gesundheit des Herzens. Sie sind in der wissenschaftlichen Literatur bekannt dafür, bestimmte Herzprobleme zu verursachen. Einige von ihnen greifen die Herzklappe an, andere verursachen die sogenannte Endokarditis, eine Entzündung der Gefäße innerhalb des Herzens. Wir haben Studien aus dem Journal of American Dental Association, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, statistisch gesehen steigt, wenn man einen oder mehrere wurzelbehandelte Zähne im Mund hat. Wir haben immer mehr Beweise dafür, dass koronare Arterienkrankheiten durch Entzündungen des Endothels verursacht werden. Das sind die Zellen der Blutgefäßwand. Was wir als Mediziner jetzt herausfinden müssen, ist, wodurch sich die Arterienwand entzündet. Denn der Körper versucht sofort, die Entzündung mit Cholesterin und Calcium abzuschotten. Und dann bekommt man den gleichen Plaque, den wir auch auf den Zähnen bekommen. Das sind im Prinzip Bakterien, die mit einem Biofilm und dann mit einer Schicht Calcium überzogen sind. Das Gleiche finden wir auch in den Koronararterien. Es geht also nicht darum, das Cholesterin loszuwerden. Das schickt der Körper dahin, um uns vor der Entzündung zu schützen. Wir müssen herausfinden, was die zugrunde liegende Entzündung verursacht. Entzündungen im Mundbereich spielen da eine große Rolle, weil die Bakterien aus dem Mund direkt in den Blutkreislauf gelangen und dann in die Koronararterien. Das ist ein Prozess, der bei Menschen auftreten kann. Und er kann rückgängig gemacht werden, wenn sich ein Arzt darum kümmert, der weiß, was er tut.
Wir testen auf all diese organischen Toxine, um zu sehen, ob der Körper diese dentalen Toxine, die bei der Wurzelbehandlung entstehen, in sich trägt. Wir können die, wir nennen sie Xenohormone, messen, die kanzerogenen Substanzen. Das sind organische Moleküle. Wenn wir die toxische Quelle vom Patienten entfernt haben, dann können Dinge wie Infrarotsaunabesuche helfen, weil man schwitzt. Wir können unseren Patienten Nahrungsergänzungsmittel geben und so können wir diese Sachen aus dem Körper rausleiten. Dann finden wir heraus, welche Nährstoffe dem Patienten fehlen und geben sie ihm. Manchmal in Tablettenform, manchmal intravenös. Wir verabreichen Vitamin C intravenös, wir benutzen pulsierende Magnetfelder, denn Zellen, die keine Energie herstellen, haben keine Energie. Die Membran um die Zelle kann nicht kontrollieren, was rein und raus geht. Aber wenn wir sie mit einem leicht pulsierenden Magnetfeld umgeben, lädt die Zellmembran sich wieder auf und kann sich selbst entgiften. Nach 3 bis 6 Monaten, manchmal auch etwas später, haben wir diese Stoffe beseitigt. Die Werte sinken in einen sicheren Bereich und dann kann man schneller wieder gesund werden. Ich fühlte mich super. Also bin ich zu einer EAV-Spezialistin gegangen, um zu sehen, ob meine Energie wieder richtig fließt. Aber etwas stimmte nicht. Ich hatte noch eine Blockade. Dieses Mal an einem meiner Weisheitszähne. Ich habe mich weiter damit beschäftigt und ein Cone-Beam-Bild machen lassen. Mir wurde gesagt, dass es eine Kavitation ist oder etwas anderes, das man nicht haben will. Hab ich ein Glück. Darum musste ich mich jetzt auch kümmern. Als erstes musste ich rausfinden, was eine Kavitation ist. Eine Kavitation ist im Prinzip eine verbleibende Infektion des Kieferknochens, die beim Ziehen von Zähnen entstehen kann. Wenn die entsprechende Stelle nicht sorgfältig gesäubert wird, können die Bakterien in diese Wunde eindringen und ein Leben lang dort bleiben. Jeder Knochen des Körpers ist durch ein Band mit einem anderen Knochen verbunden. Zähne sind durch das sogenannte parodontale Band mit dem Kieferknochen verbunden. Wenn ein Zahn richtig gezogen wird, entfernt der Zahnarzt mit dem Zahn auch das Band. Wenn das Band weg ist, kann der Knochen da reinheilen, sodass der Kieferknochen komplett wiederhergestellt wird. Aber wenn der Arzt den Zahn zieht und das Band drin lässt, kann die Stelle, an der der Zahn war, sich abdichten und darunter entsteht eine Kavität. Wenn das parodontale Band in der Tasche bleibt, verhindert es die Kommunikation des Körpers. Osteoblast und Osteoklast können nicht zu der Stelle geschickt werden, um sie mit gesundem Knochen zu füllen. Es wird zu einer Grenze. Und das wird dann zu einer Stelle, die der Körper als Endlager für Abfall, toxischen Abfall, Bakterien und Pilze nutzt. Das tut nicht weh und ist vielleicht auch nicht auf dem Röntgenbild zu sehen, aber es ist da. Das parodontale Band verhindert die Heilung. Es gab eine Studie, die 5000 Kavitationen nach Weisheitszahnentfernungen untersucht hat. 4999 davon sind nicht geheilt. Nur eine von 5000 war verheilt. Die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten und in den Industrieländern der Welt, denen aus welchen Gründen auch immer Zähne gezogen wurden, haben Kavitationen. Was in diesem Loch ist, klingt eklig und wie eine Übertreibung, aber es ist nichts anderes als eine nasse, infektiöse Gangräne. Diese Kavitationen im Kieferknochen können signifikante Erkrankungen verursachen, signifikante neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel MS, Multiple Sklerose. Diese Kavitation kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Die Person könnte eine Gerinnungsstörung haben oder sie könnte eine Footballverletzung erlitten haben. Irgendetwas, was dafür gesorgt hat, dass der Knochen an der bestimmten Stelle nicht gesund ist. Der häufigste Grund ist, dass der Zahn gezogen, aber das parodontale Band nicht entfernt wurde. Deshalb hat sich der Hohlraum, wo der Zahn einmal war, nicht mit gesundem Knochen gefüllt. Der zweithäufigste Grund ist, dass Bakterien aus einem wurzelbehandelten Zahn eine Mikrofraktur durch die entsprechende Wurzeloberfläche finden, sich dann durch den Knochen schlängeln und eine Lücke erzeugen.
Deshalb ist es nicht unüblich, dass neben einem wurzelbehandelten Zahn eine Kavitation entsteht. Aber am häufigsten tauchen sie bei Weisheitszähnen auf. Die Weisheitszähne sind einzigartig, weil durch sie vier Meridiane gehen und nicht nur zwei, nämlich Herz, Dünndarm, sympathisches und parasympathisches Nervensystem. Wir sehen hier manchmal Menschen, deren Nebennieren nicht funktionieren, und zwar, weil sie eine Infektion an der Stelle haben, an der ihre Weisheitszähne entfernt wurden. Man kann eine Infektion am Knochen, wo die Weisheitszähne entfernt wurden, 50 Jahre lang haben und keine Schmerzen an der Stelle haben, aber es zerstört einem das ganze Leben. Wenn man nicht genügend Adrenalin hat, kann man schlechter einschlafen. Dann hat man Probleme mit Stress und dann erträgt man irgendwann äußere Reize nicht mehr. Man erträgt keine laute Musik, keine lauten Geräusche, keine großen Gruppen, keine Leute, die sich streiten. Was ich gerade beschrieben habe, ist ein Mensch, dessen Leben im Eimer ist. Ich habe mir meine Weisheitszähne entfernen lassen, als ich auf der Uni war. Ungefähr 20 Jahre später habe ich eine Herzarrhythmie entwickelt und nichts schien zu helfen. Ich habe intravenös Vitamine genommen, homöopathische Mittel probiert. Nichts hat geholfen. Plötzlich habe ich gesagt, warte mal, sehen, ob ich eine Kavitation habe. Mein Weisheitszahn, der auf dem Meridian des Herzens liegt, hat das Problem verursacht. Wenn man ein gutes, normales 3D-Cone-Beam-Bild vom Kieferknochen machen kann, kann man sich viel sicherer sein, dass man keine Kavitation im Kieferknochen hat. Wenn der Zahnarzt das abträgt, das Zeug rausholt, das Band entfernt, dann kann es heilen und der Patient kann gesund werden. Eine der Fragen, die uns häufig gestellt werden, ist: Gibt es irgendetwas, was ich vor dem Eingriff machen kann, damit meine Chancen, nach dem chirurgischen Eingriff richtig gesund zu werden, steigen? Also nach der Entfernung einer Kavitation oder eines wurzelbehandelten Zahns. Das Wichtigste, was man tun kann, ist gute Ernährung, gesunde Ernährung, genügend Proteine, genügend Vitamine und Mineralien. Wenn der Zahn draußen ist, muss die Tasche wirklich gut gereinigt werden und dann muss das parodontale Band entfernt werden. Wenn da eine Infektion ist, muss die beseitigt werden. Dann lässt man es heilen. Der Körper sollte die Stelle am besten mit natürlichem Knochen füllen. Das dauert mindestens 3 Monate. Dann sollte man überprüfen, dass es wirklich geheilt und keine Kavitation entstanden ist. Wenn es geheilt ist, ist die Frage, wie ersetzen wir den Zahn? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass man ihn nicht ersetzt und einfach in Ruhe lässt. Eine andere ist, eine Prothese zu benutzen, was die meisten Leute nicht mögen, weil es unangenehm ist. Eine weitere Möglichkeit ist, eine Brücke einzubauen. Man überbrückt also diese Lücke. Es gibt 2 Arten von Brücken. Die traditionelle Brücke, die ich nicht mag. Da muss man die Zähne auf beiden Seiten der Lücke mutilieren, um den fehlenden Zahn zu halten. Das Problem daran ist, wenn man die Zähne mutiliert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zähne in Zukunft auch eine Wurzelbehandlung brauchen. Deshalb bevorzuge ich eine Verbundbrücke, bei der die Pfeilerzähne, wie man sie nennt, nur minimal angepasst werden müssen, um den fehlenden Zahn zu halten. Der einzige Nachteil davon ist, dass die nach einer Zeit locker werden und erneuert werden müssen. Natürlich wäre es am besten, sich wirklich gut um seine Zähne und sein Zahnfleisch zu kümmern, damit man nie eine Wurzelbehandlung braucht. Aber nehmen wir an, das ist nicht passiert, wie bei mir und bei vielen Menschen, die ich kenne. Oder nehmen wir an, dass es eine Gewalteinwirkung gab und man gar keine Chance hatte. Man kann ja nicht ohne Schneidezähne rumlaufen, das ist nicht gut fürs Geschäft. Und jetzt ist die Frage, Brücke oder eine Art Implantat? Ein Implantat bedeutet, dass man in den Knochen geht und traditionell ein Titanimplantat einsetzt. Heute gibt es auch Keramikimplantate. Die Vor- und Nachteile, naja, bei Titan geht man mit einem Metall in den Knochen. Titan selbst ist als Hapten bekannt. Das bedeutet, dass die Ionen im Titan Autoimmunprobleme auslösen können. Wenn also jemand genetisch prädisponiert für sowas wie Hashimoto-Erkrankung, Zöliakie, Sklerodermie, Lupus oder rheumatische Arthritis ist, könnte es durch das Implantat ausgelöst werden. Selbst wenn das Implantat entfernt wird, ist der Auslöser schon abgedrückt worden.
Dann hat man plötzlich Probleme, die man früher nicht hatte. Außerdem geht da ein Metall direkt in das Meridiansystem. Das ist, als würde man einen Löffel in eine Steckdose stecken, ihn rumdrehen, darin herumstochern und dann gibt es einen Kurzschluss im gesamten Meridian. Uns fällt auf, dass viele der Ärzte, die ihre Patienten hierher überweisen, und auch die Patienten, die selbst Nachforschungen betrieben haben, kein Metall im Mund haben wollen. Sie wollen alles loswerden, was zu Strömen führen könnte. Deshalb gibt es inzwischen das Zirkonimplantat. Das ist eher wie ein Keramikimplantat, also metallfrei, das genauso aussieht wie ein Titanimplantat und auch genauso funktioniert. Aber es ist viel biokompatibler für das Gewebe und für den Patienten. Und das beeinträchtigt den Körper viel weniger als ein Titanimplantat. Ich sage nicht, dass Zirkonimplantate zu 100% gut sind, aber sie sind viel besser, viel verträglicher für den Körper als Titanimplantate. Gute Medizin sollte sowas berücksichtigen und das wollen wir. Wir wollen nur die beste Medizin. Wir wollen den Patienten etwas geben, was ihnen mehr hilft als schadet. Wurzelbehandlungen gehören wahrscheinlich zu den schädlichsten, toxischsten, versteckten Einflüssen auf die Gesundheit. Wenn Sie nicht verstehen, warum es Ihnen so schlecht geht und wenn Sie mehrere wurzelbehandelte Zähne haben, bitte lassen Sie das untersuchen. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich bin total abgedreht und behaupte, ich habe nur wegen meiner Wurzelbehandlung an chronischer Müdigkeit gelitten. Meine Suche hat mich gelehrt, dass alle chronischen Krankheiten durch eine toxische Überlastung ausgelöst werden. Und diese Toxine gibt es in verschiedenen Formen. Ganz einfach als toxisches Junkfood oder als Umwelttoxine, als toxische Emotionen. Und wir erfahren alle gerade mehr über die toxische Wirkung von elektromagnetischen Frequenzen. Krankheitserreger dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich kann nur sagen, dass ich, ohne die Quelle zu entfernen, nämlich meinen toxischen wurzelbehandelten Zahn, nicht gesund werden konnte, egal was ich versucht habe. Das war wirklich das größte Puzzleteil. Die Wurzel allen Übels, wenn man so will. Dein Zahnarzt sagt also, du brauchst eine Wurzelbehandlung. Was machst du, außer zur Tür zu rennen? Erstens, wenn der Zahn gezogen werden muss, solltest du zu einem ganzheitlichen Zahnarzt gehen, der die Infektion und das parodontale Band richtig entfernen kann. Wenn der Zahn entfernt und der Mund geheilt ist, hast du drei gute Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Keramikverbundbrücke. Die zweite Möglichkeit ist ein Zirkonimplantat. 99% der Zahnärzte werden dir ein Titanimplantat empfehlen. Aber das ist genauso schädlich wie eine Wurzelbehandlung. Also pass auf, dass du ein Zirkonimplantat bekommst. Die dritte Möglichkeit ist ein gutes, altes Gebiss. Immer schön lächeln. Ich habe dieses Buch über Gandhi gelesen. Er hatte keine Zahnprobleme wie ich. Gerüchten zufolge soll er ein Gebiss gehabt haben, das er jeden Abend rausgenommen hat. Aber seine Worte waren genauso schön wie sein Lächeln. Er sagte, selbst wenn du alleine dastehst, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Wahrscheinlich sind ungefähr 80-90% der Menschen krank, was durch einen infizierten Zahn verursacht wurde. Das kann ein Wunder für einen Patienten sein und ihm das Leben retten. Ich hatte viele Patienten, bei denen das wirklich das Problem war. Als wir uns darum gekümmert haben, konnten sie endlich wieder gesund werden. Mein Mentor Dr. Hal Huggins hat mir vor 20 Jahren mal gesagt, du kannst dich nicht abtrocknen, solange du noch unter der Dusche stehst. Das ist eine ganz einfache, aber tiefgründige Aussage. Man kann ein Problem nicht lösen, solange das, was das Problem auslöst, einen weiter überschüttet, während man versucht, das Problem zu lösen. Mit der heutigen Medizin und Zahnmedizin haben wir zwei für unseren Körper wichtige Bereiche, aber sie gehen nicht Hand in Hand miteinander.
Wenn Ärzte mehr von diesen Dingen tun würden, könnten wir viel mehr Menschen helfen. Und dafür ist unser Beruf schließlich da, Menschen dabei zu helfen, gesund zu werden. Jeder Zweite stirbt an einer Herzkrankheit, jeder Zweite stirbt an Krebs. Wir sollten für beides eine Strategie finden. Sie sollten sich wirklich gut um ihre Mundhygiene kümmern, um sicherzugehen, dass sie die Menge an pathogenen Organismen in ihrem Mund, die in den Blutkreislauf gelangen, möglichst gering halten. Es gibt noch ein anderes gutes Zitat, nämlich, dass neue Erkenntnisse nie sofort angenommen werden. Zuerst müssen die alten Erkenntnisse aussterben, dann übernehmen die neuen. Also an jeden, der das hier hört, ihr solltet wissen, dass die Herausforderung für diese Wahrheit, die Welt zu erreichen, an euch hängt. Im Moment werden in den USA jährlich ca. 25 Millionen neue Wurzelbehandlungen durchgeführt. Eine der großartigsten Neuerungen für die allgemeine Gesundheit auf der ganzen Welt wäre, wenn wir allen die wichtige Rolle klar machen könnten, die dentale Infektionen und Toxine spielen. Hoffentlich gehören Wurzelbehandlungen eines Tages der Vergangenheit an, denn sie tun wirklich nichts Gutes für den allgemeinen Gesundheitszustand. Ich bin nur ein Mensch und das ist meine Wahrheit. Diese Wahrheit hat mich befreit. Ich spüre diese Freiheit jeden Tag, wenn ich aufwache, in meiner Freude, in meinen Sorgen, in meinen Freundschaften. Oh, und falls ihr euch gefragt habt, ob ich wieder einen hochkriege, da gibt es keine Probleme mehr. Ich habe mein Leben zurück. Und ich will nicht, dass ich mit meiner Wahrheit alleine dastehe. Ich bin ein Filmemacher und diese Reise war fantastisch. Also, vielleicht war all das für mich bestimmt.